Herzlich willkommen zum Gespräch unter Bäumen. Wir sind hier in Berlin, die Stadt, die Freiheit wahrscheinlich am stärksten verkörpert von allen Weltstädten dieser Welt. Und die sich auch täglich neu erfindet und neu erfinden muss, wie jedes gute Unternehmen. Und etwas genauer gesagt sind wir hier am Wannsee, einer Kulturlandschaft, wie sie im Buche steht, die wirklich alle Höhen und Tiefen des 20. Jahrhunderts erlebt und auch geprägt hat. Und noch ein bisschen genauer, so wie bei Google Maps, wenn man sozusagen immer mehr einzoomt auf das Haus, in dem man ist, sind wir hier im Garten der Villa Langenscheid. Mein Urgroßvater, das ist der, der Langenscheid groß gemacht hat, die Marke gebildet hat, internationalisiert hat und so weiter, der hat sehr, sehr mutig, sehr jung, Ende des 19. Jahrhunderts, hier eines der ersten Seegrundstücke gekauft und hat dann hier gebaut mit dem Lieblingsarchitekten des Kaisers. Ein Haus, was wir alle lieben, was in jeder Ecke Geschichten erzählt und wo die ganze Zeit, seit 1892, Mitglieder der Familie Langenscheid gewohnt haben. Und deswegen jetzt Gespräche unter Bäumen, denn draußen produzieren ist ja immer risikoreich. Da kann es Flugzeuge geben und Polizeiwägen und das Wetter kann schlecht sein. Es ist so entstanden. Wir wollten Gespräche mit den spannendsten Unternehmern und Unternehmerinnen dieser Republik machen. Und dann kam natürlich die übliche Idee, Kamingespräche. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich will keine Kamingespräche mehr. Das haben wir so viel gehabt. Das bedeutet letztlich totes Holz, CO2-Ausstoß. Das bedeutet ein bisschen soziale Ausgrenzung. Das sind meistens ältere Herren mit Rotwein und Zigarren. Nichts dagegen. Aber irgendwie ist es ein bisschen einseitig und nur ein Teil dieser schönen, vielfältigen Welt. Und deswegen habe ich damals spontan gesagt, lass uns doch Gespräche unter Bäumen machen. Lebendigen Bäumen. Bäumen mit tiefen Wurzeln. Bäumen, die in den Himmel hinauswachsen, auch sich jedes Jahr neu definieren, auch wieder ähnlich erfolgreichen Familienunternehmen. Und ich kenne eigentlich niemand, der Bäume nicht mag. Und so kam die Idee zu den Gesprächen unter Bäumen. Und ich fühle mich, weiß Gott, sehr wohl hier draußen unter den Bäumen. Heute haben wir ein Unternehmen, das den Begriff Purpose, worüber so viele Firmen sprechen, wo so mühsam, oft mit Hilfe von Agenturen suchen, was ist eigentlich unser Purpose, abgesehen von Stellen schaffen und Geld verdienen. Dieses Unternehmen, worüber wir heute reden, hat über den Purpose, glaube ich, nie nachdenken müssen. Denn es hat einen der schönsten Purposes, die ich mir zumindest vorstellen kann. Seit über 103 Jahren ist es in der DNA dieses Unternehmens, dass es Menschen bewegt. Das wollen ja viele. Aber hier in einem sehr konkreten, auf sehr konkrete Art. Sie wollen Menschen helfen, aus der Isolation raus unter Menschen wieder zu können. Aus der Starre rauszukommen und wieder beweglich zu werden. Aus der Dunkelheit ins Licht, um es etwas pathetisch zu sagen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir über dieses Unternehmen sprechen können, weil es das auf eine Weise lebt, wie man es schöner nicht vorstellen kann. Und wir haben hier, und das ist, finde ich, die optimale Konstellation, wir haben den Mann, der das seit Langem sehr, sehr erfolgreich leitet und seine Tochter, die sich anschickt, auch sehr, sehr wichtig zu werden im Unternehmen. Ich fange mal an mit Professor Hans-Georg Neder, der Mann, der das seit Langem mit großem Erfolg, mit unglaublichem Engagement und einer Art von Brillanz leitet, wie nicht viele andere haben. Und wir haben seine Tochter Georgia, gerade mal 25 Jahre jung, aber schon im Aufsichtsrat des Unternehmens, die, wie ich gerade versucht habe zu lernen, einen Master of Business Administration and Innovation in Health gemacht hat. Also besser kann man, glaube ich, das nicht machen. Sie ahnen das schon, es handelt sich um Otto Bock, Weltmarktführer in vielen, vielen Dingen, aber Prothesen, Orthesen, Rollstuhl und vieles anderes mehr. Einer der ganz wichtigen Partner der Paralympics immer. Und ein Unternehmen, was einfach, ich weiß nicht, ob es jetzt Hunderttausende oder Millionen von Menschen konnten wieder raus ins Leben durch euch. Also Hans-Georg, von daher kann ich gar nichts anders, als die erste Frage zu stellen. Warum machst du das jeden Tag als Unternehmer? Ich hätte fast gesagt, weil ich nichts anderes gelernt habe. Das glauben wir jetzt mal nicht, aber es klingt gut. Florian, ich bin ja in die Familie geboren worden vor
60 plus 1, 61 Jahren. Und bin groß geworden, Frühstück, Mittag, Abendessen am gedeckten Tisch war immer das Thema die Mitarbeiter, die Produkte, die Betroffenen, die Produktion, der Einkauf, die Kunden. Und so bin ich quasi da reingewachsen, unmerklich, vielleicht auch ein bisschen geführt worden. Und irgendwann fasste ich dieser Drang zu erfinden, die Produkte besser zu machen, auch große Hürden zu überwinden, in dem Fall das amputierte Treppen steigen können, rückwärts laufen können, das amputierte wieder spüren können mit ihren Prothesen, dass wir die Nerven und die Beinprothesen, Armprothesen miteinander verbinden können. Und irgendwann packt dich das und du bist so gefangen in dem Thema und es lässt dich nicht mehr los. Eine schöne Erklärung. Ich habe mal gearbeitet, meine erste Stelle im Verlag war in New York und da war ich so Praktikum. Da habe ich eine Weile in der Kochbuchabteilung gearbeitet und da waren nur Beschwerdebriefe, weil alle gesagt, das Soufflé hat nicht funktioniert und so weiter. Und dann kam ich in die Diätabteilung und da habe ich gefragt, wo sind die Beschwerdebriefe? Wissen doch, Diäten funktionieren nicht. Gibt's keine, weil die Leute immer die Schuld bei sich selber suchen. Werdet ihr eigentlich überschwemmt von Menschen, wo ihr sagt, ihr habt uns wieder ins Leben geführt? Also mit Briefen von denen, Mails? Vollkommen unterschiedlich. In der digitalen Welt kommt man natürlich sehr schnell an den Gesprächspartner, den man finden will, heran. Und da kriegst du eben auch Briefe. Mein Rollstuhl, die Batterie funktioniert nicht. Und Herr Neder, jetzt sorgen Sie dafür, dass ich eine neue Batterie kriege. Dann rufst du deinen Vertrieb an und organisierst das. Aber man hat auch sehr, sehr emotionale Momente. Ich war jetzt in Marrakesch gewesen und da habe ich Freunden erzählt über das, was wir machen. Da hat eine Frau angefangen zu weinen und hat gesagt, ja, sie hat unsere Produkte gesehen und das würde ja das Leben der Menschen wieder positiv verändern. Oder du hast eben auch diesen Moment, gerade hier in Berlin, dir kommt ein Elektrorollstuhl entgegen und ich laufe dem erstmal hinterher und gucke, von wem ist der denn? Das kenne ich, die Store-Checks sozusagen. Ja. Oder dann ist mir natürlich auch mal passiert in Amerika beim Check-in in JFK, sah ich einen Prototypen von uns und habe den Herrn angesprochen. Und dann hat er angefangen zu schimpfen und ich habe gesagt, naja, Sie haben ja nur einen Prototyp, also wir müssen das jetzt mal regeln. Also es ist eben sehr persönlich, sehr persönlich. Früher wurde ja Behinderung auch versteckt. Du wirst dich erinnern, auch Prothesen waren ja alle quasi Fleischfarben, Hautfarben, Rollstühle. Das hat man nicht gerne gezeigt. Und das hat sich dramatisch verändert und höchstwahrscheinlich sind wir auch ein bisschen dran schuld, dass sich das so verändert hat. Ja, ihr macht ja unglaublich elegante und selbstbewusste und souveräne und heutige Sachen, die dann auch noch voll Digitalisierung und Dinge, die man jetzt nicht sieht, aber die nach außen eigentlich eher zu Stolz bringen, als zu verstecken wollen. Und der große Vorteil ist natürlich in der digitalen Welt, du bist mit den Usern, mit den Anwendern im permanenten Dialog. Also im Endeffekt sind diese Hunderttausende, die weltweit mit Otto Bock Produkten ihre Lebensqualität wieder erlangt haben oder ihre Mobilität wieder erlangt haben. Das ist unsere Extended Entwicklungsabteilung. Ja. Und das ist unheimlich schön und natürlich umso schöner, dass ich da Generation Z mit auf die Reise schicken kann, ja. Weil eben diese digitale Transformation bei mir zum Beispiel endet an der Bedienung meines iPhones und bei Georgia geht das dann doch schon ein Stück weiter. Was mit dem iPhone haben wir hinbekommen, also das funktioniert mittlerweile einwandfrei. Hast du geholfen? Was denn
Also ihr nennt euch ja inzwischen The Human Empowerment Company, muss ja Englisch sein und zeigt natürlich auf eine vielfältige Weise, was ihr macht. Was denn, er sagt ja, es war für ihn eigentlich alternativlos, hätte unsere Kanzlerin wahrscheinlich gesagt, das zu machen. Du hast wahrscheinlich viele Alternativen, was du machen könntest. Ist für dich dann auch klar, dass du mal eine, ich sage jetzt mal ganz offen, eine wesentliche Rolle bei Otto Bock spielen wirst? Jetzt als Aufsichtsrat hast du ja schon eine, ja. Aber das geht ja sicher weiter. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat sich auch jetzt über die letzten Jahre schon so entwickelt. Und genauso wie Papa gerade erzählt hat, dass er da langsam reingewachsen ist von ganz klein auf, ging das bei mir eigentlich genauso weiter. Also das Unternehmen war Thema beim Frühstück, beim Mittagessen. Nach der Schule ging es in die Produktionshallen, wo ich dann damals vielleicht Inliner gefahren bin. Aber es war eben immer ein großer Teil meines Lebens. Und umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich mich damit auseinandergesetzt und umso mehr Kontakt mit unseren Usern hatte ich auch und dann catcht einen das einfach und ich glaube, dann ist das irgendwie ganz klar. Und Papa hat aber immer gesagt, macht, was ihr möchtet, ihr habt alle Möglichkeiten, es ist kein Zwang, es ist kein, ihr müsst es machen und die einzige Wahl, die ihr habt. Und ich glaube, diese Freiheit, also es hat einem einfach noch ein schöneres Gefühl gegeben, es dann auch frei zu wählen. Und sich einzubringen, aber er hat auch immer gesagt, ihr müsst genauso hart arbeiten wie alle anderen, das ist kein Freifahrtschein. Und ja, so kam das irgendwann langsam. Naja, und das Spannende ist, Töchter sind ja so viel strukturierter als die Väter. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gespürt hast. Nicht immer, hast. Aber manchmal, ja. So. Und bei mir verlief das natürlich viel, viel wilder. Also ich hatte dann irgendwann mal Cocktailbars aufgemacht oder geträumt, dass ich irgendwelche Segelklamotten verkaufen kann. Und Georgie ist wirklich super strukturiert, wo ich manchmal schon sage, jetzt nimm dir mal deine Zeit und geh doch mal nach Neuseeland Kiwi pflücken oder nach Australien. Hat aber dieses, was uns als Familie vielleicht auszeichnet, diese emotionale Intelligenz und Empathie, Menschen abzuholen. Also nicht nur die Betroffenen, wo sie ja ganz eng mit Heinrich Popov unterwegs ist, sondern auch im Unternehmen. Und der Vater guckt dann schon, wenn im Unternehmen gesagt wird, naja, Georgie, so, also will nur sagen, mit 25 schon beliebter als der Vater jemals war. Und ja, das macht mich natürlich auf der einen Seite stolz, auf der anderen Seite muss sie natürlich auch ihren Weg gehen können und auch Fehler machen dürfen und Fehler machen dürfen, ohne Angst zu haben, Fehler zu machen. Ganz kurz zur Erläuterung für die drei, die Heinrich Popov nicht kennen. Der Mann hat geschafft, 100-Meter-Lauf, die Königsdisziplin der Leichtathletik bei den Paralympics, erst Bronze zu gewinnen, 4 Jahre später Silber und dann 4 Jahre später Gold. Das muss man erst mal schaffen und verkörpert diese großartigen Helden auf dem Sportplatz auf eine ganz, ganz besondere Weise. Du machst ja, glaube ich, selber auch sehr, sehr viel Sport, oder? Verschieden. Du versuchst es. Und bringt dich das auf eine bestimmte Weise sozusagen, schafft das ein Verhältnis zu denen, die erst wieder eine Prothese brauchen oder allerlei Hilfe brauchen, um wieder auf dem Sportplatz, oft in ganz anderen Disziplinen, Riesenerfolge zu feiern? Also ich merke zumindest, wie es mir total gut tut, sowohl körperlich als auch mental. Und für mich ist Sport total wichtig als Ausgleich zum Arbeiten oder zum Studium. Und ich glaube, dadurch fällt es mir leicht zu verstehen, wie wichtig es ist, mobil zu sein und vielleicht auch wieder Sport machen zu können. Das meinte ich, ja, genau. Und wir haben zum Beispiel ein ganz tolles Programm, das sind die Running Clinics, wo wir ein Wochenende mit Anwendern verbringen. Das leitet Heinrich Popov tatsächlich auch. Wir hatten gerade eine Running Clinic in Paris, in Frankreich. Und es ist quasi ein Trainingswochenende für Amputierte, die vielleicht manchmal vor 20 Jahren amputiert wurden, seitdem keinen Sport gemacht haben oder vor einem halben Jahr erst amputiert wurden und seitdem keinen Sport machen konnten. Und wo wir denen wieder beibringen, wie sie mit ihrer Sportprothese laufen können. Und das ist jedes Mal so ein emotionales Wochenende. Kann ich mir vorstellen, dass alles das Herz aufgeht. Am Ende liegen sich alle in den Armen und die Tränen fließen. Es ist sowas Essentielles und wir haben ja diese Einheit zwischen Geist, Seele, Körper. Und wenn eins von den drei nicht funktioniert,
Wir reden gleich über Paralympics und Innovationen, was Sie alle sagen. Ich möchte ganz kurz so bei der Familiensituation nochmal bleiben. Es ist ja wirklich etwas ganz Seltenes, es wird auch immer seltener, dass ein Übergang von einer Generation zur nächsten funktioniert. Meistens will die nächste Generation nicht mehr. Da gibt es große Studien, St. Gallen irgendwie hat andere Werte, sagt, ihr habt keinen wirklichen Purpose, ihr macht die Welt kaputt, ihr wollt bloß Geld verdienen und so weiter. Oft haben die nächste Generation auch nicht Lust, sich so halb tot zu arbeiten, wie manche 60-, 70-Jährige das dann lebenslang getan haben. Dann auch der Zweifel, kann ich das? Sind die Fußstapfen zu groß? Kann ich das? Will ich das? Habe ich die Akzeptanz von allen anderen Gesellschaften? Das müssen ja viele Fragen positiv beantwortet sein, dass das klappt. Ich glaube, ein Schlüssel zum Erfolg ist sicher, was ihr gemacht habt, Freiheit zu lassen und sagen, teste mal alles aus, damit du wirklich aus freiem Willen herauskommst und nicht, weil irgendwie so ein Druck dahinter ist. Wie ist das bei dir gelaufen bisher? Das Leben geht ja weiter. Es wird ja viele, an jeder Ecke warten ja neue Dinge. Also wie gesagt, ich glaube, dadurch, dass das Unternehmen schon immer ein so großer Teil meines Lebens war und ich da so langsam reinwachsen konnte, kam das ganz natürlich, dass ich mich einfach immer mehr dafür interessiert habe. Und dann, was glaube ich bei uns gut funktioniert hat, wie gesagt, diese Freiheit. Papa hat immer gesagt, probiert alles aus, macht Fehler, schaut euch alles an, was ihr euch anschauen wollt. Ich nehme euch mit. Und ich glaube, es war immer ein ganz großes Vertrauen da, was total wichtig ist. Und genau, das hat mir immer, glaube ich, sehr geholfen, einfach mir die Dinge anzugucken, Fragen zu stellen, neugierig zu sein, vielleicht auch vor diesem, vor der vielen Verantwortung und vor den großen Fußstapfen nicht so viel Angst zu haben. Und da einfach Step by Step ranzugehen und sich zu trauen. Naja, und wir sind ja, glaube ich, einer ungewöhnlich entspannte Unternehmerfamilie. Ja. Du kennst mich ja nun auch schon ein paar Jahre, ich will nicht sagen Jahrzehnte. Und für mich war das immer spielerisch, was wir gemacht haben. Und wir haben nie diesen Unternehmerduktus gehabt, sondern das waren eigentlich immer die Werte, die uns getrieben haben. Vertrauen und Verlässlichkeit und der Faktor Mensch in der Mitte. Der wurde nie bewertet, was hat der, wo kommt der her, was macht die Familie, sondern einfach immer der Mensch. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich mehr ganz normale Freunde um den Globus, denn die vielen Famosen, die man auch so kennt. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es den Kindern einfach ein bisschen einfacher fällt, ihren Weg zu machen, weil gar nicht erst dieser gesellschaftliche Druck aufgebaut wird, den wir ja manchmal erleben. Ne? Und du kennst auch gemeinsame Freunde, wo die Kinder ja einen volleren Terminkalender haben als die Eltern, weil nach dem Klavier muss es zum Ballett, nach dem Ballett zum Yoga, vom Yoga zum Fußballspielen. Haben wir nie gemacht. Und vielleicht ist das auch so ein Teil von einfach echt sein und authentisch sein. Und das passt wiederum, glaube ich, auch ganz gut in die Welt, wo ich gerade erlebe, so eine Renaissance, dass einfach auf der Brücke Erfahrung gefragt ist. Und viele unserer jüngeren Mitarbeiter kommen und sagen, HGN, jetzt erzähl doch mal, wie war denn die Lehman-Krise, wie war denn die Energiekrise, wie war das denn? Und jetzt befinden wir uns in einer Zeit, wo wir ja, die einen nennen es Polycrisis, ich habe immer gesagt Oktopus-Krise, die vielen Krisen kommen von links und rechts, was natürlich auch Menschen, die das noch nie erlebt haben und die letzten 30 Jahre gingen ja nur nach oben, überfordern zum Teil. Ne? Das erleben wir jetzt ja. Und werden wir, denke ich, Richtung Winter noch stärker erleben, was da alles noch an Verwerfungen passiert, wenn die Politik jetzt nicht mal radikal gegensteuert. Du musst wissen, HGN, wie er sich so nett nennt,
Wir lieben auch Abkürzungen im Unternehmen überall. HGN ist einer derer, die auch schon das Sonntagsfahrverbot erlebt haben, ja. Was ich immer schön fand, dass dann einfach gesagt wurde, auch symbolischer Akt zu sagen, Sonntag bleibt das Auto mal, gehst mit dem Fahrrad oder auf den Rollschuhen damals auf die Autobahn. Ja. Das war, glaube ich, Helmut Schmidt. Und es war irgendwie was sehr Angenehmes. Man musste dann auch nicht mehr zur Oma einen Besuch machen, tut mir leid, ich habe das Auto und so weiter. Und dann lieber auf die Autobahn gehen und so weiter. Also der Umgang mit der Krise. Ich wollte eigentlich gar nicht über die Krise sprechen, aber du machst gerade so Andeutungen. Also im Moment erleben wir ja gerade Fridays for Future. Alle sagen immer, man soll Krisen nicht gegeneinander ausspielen. Wir haben mehrere auf einmal. Der Kalenderspruch dazu ist ja immer, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Seht ihr das primär so oder macht ihr euch substanzielle Sorgen ums Unternehmen und alles, was da dran hängt an Verantwortung und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Also ich bin da sehr entspannt, weil ich die Verantwortung ja mittlerweile seit 4 Jahrzehnten trage. Du hast schon viel gesehen und viel bewältigt. Ja, und meine Stärke ist jetzt nicht Mikro, sondern so ein bisschen Makro. Und ich male mir immer die verschiedenen Themen auf. Da werden wir natürlich große Themen haben, die wir nur durch große Erfindungen meistern können, wie die Klimakrise. Ja, die wird man nicht in den Griff kriegen mit kleinen Maßnahmen, sondern da müssen eben richtig große Erfindungen ran, wie CO2-Speicher und vieles mehr, über was ja gerade auch gesprochen wird. Und dann hast du einfach Krisen, die nah sind, die für die Mitarbeiter spürbar sind und wo ich mich dann auch wundere, wer denn da alles mitspielt, zum Beispiel bei der Inflation, die ja aus den Büschen gekommen ist, wie ein Kaninchen auf der Flucht. Ja, wo jetzt wir höchstwahrscheinlich zweistellige Inflationsraten im Winter sehen, wenn das Energiepreisthema nicht in den Griff gekriegt wird. Und was für die Mitarbeiter natürlich eine Bedrohung ist. Wenn wir uns überlegen, eine junge Frau, die halbtags arbeitet, ein Kind hat, und da flattert dann eine Kontozahlung vom Energieversorger rein, die kriegen ja Angst. So, und jetzt bin ich dabei und ich bereite gerade für nächste Woche auch so einen Intranet-Podcast vor, dass wir sagen, so bitte, das eine ist der Staat. Der Staat muss dieses Energiethema deckeln. Ja, das ist ja, kann ja wohl nicht sein, dass die Preise hochgehen und der Staat ist der größte Profiteur. Also das ist jetzt außergewöhnliche Situation. Da müssen jetzt staatliche Deckel drauf, das haben die Franzosen gemacht, das haben die Österreicher gemacht, die Engländer und sogar die Spanier. Und das Zweite ist, wir müssen diese Inflation wieder in den Griff kriegen, was nicht einfach ist, wenn es höchstwahrscheinlich eine Rezession gibt mit Inflation, Stagflation, sagen dazu die Fachleute. Da muss man, glaube ich, sehr offen miteinander sprechen, auch was die Mitarbeiter für Bedürfnisse haben und was die Unternehmen leisten können. Denn am Ende steht natürlich auch die Sicherheit der Arbeitsplätze. Sicherheit der Arbeitsplätze ist Teil von sozialen Frieden in Deutschland. Und natürlich das Thema Energie. Wir sind eine Industrienation. Diese heimliche Deindustrialisierung, die läuft, das ist natürlich irgendwie wie Schlauchboot fahren und mit der Küchenschere ein Loch einschneiden. Also da muss, glaube ich, sehr offen und klar gesprochen werden, was gefährlich ist und wie wir das Gefährliche abwenden können. Die Mitarbeiter, die Unternehmen, die Unternehmer, die Intellektuellen, die Erfinder, alle zusammen. So spricht jemand, der Verantwortung trägt für ungefähr 9.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und 1,2 Milliarden Umsatz. Da spürt man auch aus deinen Worten heraus, wir können da langes vertiefen, aber das haben wir natürlich gar nicht die Zeit jetzt. Einfach dieses Gefühl, was du vorhin schon gesagt hast, Verlässlichkeit, Menschlichkeit und so weiter. Dieses Familienunternehmen-Gefühl auch. Das Schöne an Familienunternehmen, schöner und auch manchmal schwieriger ist ja, es vereint ja zwei Sphären. Familie, da geht es um Verantwortung und Nähe und sich total aufeinander verlassen können und große Gefühle und ganz intime Kenntnis. Unternehmen ist ja eher eine Sache, wo es um
Zahlen, Strategien, Planung, Year-to-Date-Ziffern und solche Sachen geht. Und das beides in einem vereint. Glaubst du, dass ein Familienunternehmen so eine schwierige Zeit eher besser bewältigen kann als große börsennotierte Konzerne? Oder hat so jeder seine Art, damit umzugehen? Und gibt es da keinen besser und schlechter? Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich für beides Vor- und Nachteile. Ich glaube, der große Vorteil an Familienunternehmen ist, dass wir sehr langfristig denken, einfach weil wir die Quartale sind euch wahrscheinlich relativ wurscht, oder? Die Quartalsergebnisse. Naja, aber wir Ziele sind auch wichtig. Ja, auch beides, okay. Wir üben das schon, weil wir ja irgendwann mal ein börsennotiertes Familienunternehmen werden wollen. Aber du kannst, ohne jetzt George weiter zu unterbrechen, wenn du ehrlich bist zu deinen Mitarbeitern, und wenn du das erklären kannst, was gerade funktioniert. Und ich komme ja nun aus Niedersachsen und mache das in meiner einfachen Sprache vom Land. Setze ich mich hin und wir besprechen das mal. Weil oftmals ist da gar nicht das Bewusstsein, wie entsteht denn Inflation. Das ist ja nicht nur im Portemonnaie der Mitarbeiter, sondern im Unternehmen, die Rohstoffe, es wird ja alles teurer. Wo du mal hinschaust, ja. Und ganz viele Unternehmen fahren ja da mit. Ja? Wie soll denn jetzt auf einmal ein Stück Butter 3 Euro kosten, anstatt 1 Euro vor 3 Monaten? Mhm. Das muss man ja erstmal verstehen können. Und ich denke, das ist der große Vorteil, gar nicht mal von der Struktur Familienunternehmen, sondern wenn Familien da verlässlich sichtbar sind. Mhm. Und Georgia ist ja sichtbarer als ich, weil ich höchstwahrscheinlich irgendwo in der Welt rumschwirre. Aber das ist wichtig, gerade in Krisenzeiten. Ja, gerade wenn alles bedrohlich ist, braucht man ja ein bisschen Sicherheit, braucht ein Stück Heimat. Und das gibt Familie im Zweifelsfall sehr. Und das Familienunternehmen ist sozusagen dann die Extension davon. Jetzt mal ganz anderes Thema. Ihr seid ja nur so gut, wie ihr seid, weil ihr unendlich viel tut für Innovation. Und ihr schafft es irgendwie, und das würde ich gerne ein bisschen genauer wissen, so diese letzte Meile aus den Leuten rauszuholen. Also bei Google weiß man, dass sie immer sagen, 10% aller Zeit, bitte jede Woche, widmet euch vollkommen neuen, crazy Sachen. Und so ist dann so eine Kleinigkeit wie Google Maps entstanden und so weiter. Es gibt irgendwelche großen Future Labs. Es gibt alle möglichen Methoden. Aber was ist das eines der ganz wichtigen Dinge für euch, dass ihr ständig immer weiter dran arbeitet, dass ich selbst, wenn mir irgendein Körperteil fehlt oder wenn das nicht mehr funktioniert, dass ich irgendwann sogar mit dem Gehirn die Befehle dahin transportieren, dass es dann das tut, was ich machen will und ich wieder fast genauso mich bewegen kann wie ein normaler Fußgänger. Wie schafft ihr das? Das würde ich gerne von euch beiden hören. Die Leute zu dieser unglaublichen Innovationskraft und Erfindungskraft zu motivieren. Denn da steckt ja auch immer Risiko. Es kann ja auch mal was schiefgehen und man möchte seinen Job ja in solchen Zeiten auch nicht gerade verlieren. Darf ich dich mal zuerst fragen in dem Fall? Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Unternehmenskultur ist ganz wichtig und ich glaube, wir waren schon immer sehr erfinderisch und hatten keine Angst davor, uns immer wieder auch neu zu erfinden und uns zu hinterfragen. Und das, was wir machen, ist das irgendwie noch ja, zukunftsfähig, was ist vielleicht der nächste Step. Und ich glaube, ein Thema, was ganz wichtig ist, ist zuzuhören wieder. Da sind wir wieder beim Thema, worüber wir eben schon gesprochen haben. Den Betroffenen, den Kunden, genau. Den Experten. Ja. Genau, also nicht nur den Usern, unseren Mitarbeitern. Ich glaube, auf vielen Ebenen sich da einfach zuzuhören. Und nicht zuzuhören, um eine Antwort zu geben, sondern zuzuhören, um es wirklich zu verstehen. Und ich glaube, Innovation ist immer dann besonders gut, wenn es wirklich ein Problem gibt, was gelöst werden muss. Wenn der Druck hochgeht. Genau. Ja, genau. Den also haben Druck eure Kunden ja wahrscheinlich. Ja. Ja. Und ich glaube auch, dass das Thema, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, Digitalisierung und wie vernetzt wir alle sind, das trägt da sehr viel zu bei, weil wir ganz anderen Zugang zu unseren Usern haben und denen auch ganz anders zuhören können. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Community, eine User-Community für Amputierte ins Leben gerufen. Und eigentlich ist das für uns eine total tolle Möglichkeit, um Marktforschung zu betreiben, weil wir einfach die Möglichkeit haben, zuzuhören und zu hören, hey, was interessiert die User wirklich? Was sind die kleinen Probleme im Alltag? Was sind die großen Probleme? Was sind die Wünsche?
ja, ich glaube, das ist eine ganz große Chance. Und ja. Okay, und klare Antwort. Hast du noch ganz andere Gedanken dazu? Du musst nur lange genug dabei sein. Ja. Nimm mal eure Familiengeschichte. Ein Name, der sich richtig einbrennt. Und wir haben Kunden, die haben noch bei meinem Vater an der Charité in Ostberlin Seminare gemacht. Die sind jetzt in Kuba an Krankenhäusern. Wenn ich nach Amerika komme, treffe ich Kunden oder Ärzte, die mit mir als kleinem Piefke noch ein Foto haben. Also, und das schafft natürlich Vertrauen. Du bist lange da. Mein guter Kumpel Peter Maffay sagt, wir müssen aufpassen, dass er nicht anfängt zu stauben. Aber das bringt einfach Vertrauen, wenn du in so einem, in einem Technikmarkt lange präsent bist und lange erfolgreich präsent bist. Und das führt natürlich auch dazu, wenn an Forschungseinrichtungen wie der ETH oder MIT neue Themen kommen, die Bezug zu unserer Mission haben könnten, dann rufen die mich an. Mhm. Das ist so ein bisschen First Mover, wie man so schön sagt. Da kommen natürlich auch mal verrückte Ideen von echten Erfindern. Mhm. Die schicken dir dann 100 E-Mails und wenn du dann irgendwann sagst, wir haben es uns angeguckt und wünschen ihnen viel Erfolg, dann wirst du auch noch beschimpft. Und also das Verrückteste, was ich wohl mal erlebt hatte, war ein österreichischer, ja auch Erfinder, der an Fußorthesen geforscht hat. Und der kam mit dem Nachtzug von Wien und saß dann bei mir im Besprechungsraum in Duderstadt. Ja. Und ich denke, also die Nachtzüge, da war früher die Hygiene auch besser, das muffte so. Dann macht er seinen Koffer auf, Papier, und hatte da von einer Leiche einen präparierten Fuß dabei. Schön. Auch das passiert mal. Das passiert. Aber nur einmal. Aber es ist erstaunlich, wie du antwortest, weil es gibt doch eine ganze Menge von großen Unternehmen mit großen Namen, die das dann einfach, die das so ein bisschen so einen Stiefel weitermachen, wie Peter Maffay gesagt hat, einstauben so ein bisschen. Und die das dann eben nicht schaffen, immer wieder das so offen zu bleiben. Also gerade Thema Digitalisierung gibt es auch sehr viele, die durchaus vieles getan haben. Aber dann gab es andere auf der grünen Wiese, die einfach so viel radikaler das genutzt haben, dass man plötzlich alt aussah. Und das passiert euch ja nicht. Ich weiß nicht, wer ist denn euer Hauptwettbewerber überhaupt? Ich sage immer, sind wir selber. Das ist schon mal eine gute Einstellung. Aber ja. Die haben ja natürlich Wettbewerber auf der ganzen Welt. Und was wichtig ist, ist diese Neugierde. Ja. Weißt du? Und Neugierde und in den Entwicklungsabteilungen, Entwicklungsprozessen auch Fehler zulassen. Mhm. Einmal, auch zweimal. Okay. Aber das ist unheimlich wichtig. Total. Weißt du, dass du auch einen Fehler machen kannst und sagen kannst, das Projekt müssen wir abbrechen. Ich glaube, das führt zu nichts. Und führt das dann dazu auch, dass ihr wie manche andere Unternehmen, die diese großen Paradigmenwechsel Digitalisierung schaffen mussten, dass die dann plötzlich von einem Durchschnittsalter von 42 auf ein Durchschnittsalter von 27 kamen und sich von furchtbar vielen Leuten trennen müssen? Oder sind eure Leute so sehr Experten in dem, was sie tun, aber auch neugierig und lernfähig, dass ihr mit denen mehr oder weniger weiter diesen Gang gehen wollt? Es kommen ja unglaubliche Dinge bei euch immer wieder raus. Also ich glaube, beides ist wichtig. Wir haben ganz viele Leute, die seit 20 Jahren bei uns sind oder 30 Jahren und 15 Jahren. Und ich freue mich immer total, wenn ich die treffe und sie sagen, hey, ich bin schon so lange hier. Und aber dann, also die Expertise mitbringen und auch ganz lange Otto Bock als Firma schon erlebt haben. Und viele Dinge vielleicht auch schon mitgemacht haben, die funktioniert haben oder die weniger gut funktioniert haben und daraus den Fehlern gelernt haben. Mhm. Und dann aber auch die jungen Wilden zu haben quasi, die mit dem frischen Blick von außen kommen. Und ich glaube, das ist, was zum Beispiel zwischen uns auch gut funktioniert. Wollen die jungen Wilden lieber mit ihm zusammen oder lieber mit dir? Das ist beides. Glaube mit George, ja. Nein. Ich glaube, beides. Beides, aber würde ich auch, also gefühlt muss ich auch sagen, dass ihr zu beiden sozusagen einen großen Connects habt, ja. Und eben auch Leute reinholt,
frisch von draußen, die schon ganz andere Dinge gesehen haben. Ja. Und ich glaube, das zusammen hat eine ganz magische Mischung, die gut funktioniert. Und naja, aber nur, wenn beide Parteien offen für die anderen sind. Und George adressiert natürlich jetzt Themen wie die Frauen, die jungen Frauen im Unternehmen, in der digitalen Welt, aber auch in der Forschung. Vielleicht kannst du mal erzählen, was er da aufgesetzt hat. Ja, wir haben gerade eine Fraueninitiative innerhalb von Otto Bock aufgesetzt, weil wir gesagt haben, eigentlich müssen wir noch ein bisschen besser werden, mehr Frauen auch in Führungspositionen zu bringen und uns einfach auch untereinander zu connecten und irgendwie voneinander zu lernen, miteinander zu lernen, uns auszutauschen. Und haben gerade eine Fraueninitiative Empowerment ins Leben gerufen. Und The Human Empowerment Company. Ja, aber yeah? Empowerment. Ah, ach so, oh, Entschuldigung. Yes. Yeah. Genau. Und haben jetzt einfach mal gestartet in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und haben erstmal das auf 3 Pillars aufgebaut. Also Networking, sodass wir einfach als Frauen im Unternehmen enger zusammenrücken können und auch mal Leute kennenlernen, mit denen wir vielleicht noch nie gesprochen haben. Dann Talks und Interviews, wo wir von externen und internen Leuten lernen können, die ihre Experiences teilen und ihre Learnings. Und dann Gruppencoaching, wo wir uns bestimmte Themen angucken, die doch viele oder oft gleich sind. Und wir haben einfach mal so gestartet, weil wir gesagt haben, wir müssen ja nicht immer direkt perfekt sein, sondern einfach mal loslaufen. Ganz klein und einfach mal schauen, wohin die Reise irgendwie geht. Und ja, haben auf den ersten Fragebogen, den wir rausgeschickt haben, schon 300 Antworten direkt bekommen und das Feedback war überwältigend und hatten jetzt die ersten Sessions und genau. Es ist einfach schön, sich auszutauschen mit Leuten im Unternehmen. Für mich eine super Möglichkeit, um auch dort wieder zuzuhören. Ja, was ist den Mitarbeitern wirklich wichtig? Was interessiert sie? Was können wir vielleicht besser machen? Was machen wir schon total gut? Und wie gesagt, einfach ein bisschen näher zusammenzurücken. Und da hat natürlich der oberste Chef und Kindesvater gestaunt. Ja, ich lese darüber in der Zeitung, aber wäre nicht auf die Idee gekommen und fand das richtig gut. Also Florian will nur sagen, es gibt natürlich in solchen Generationenübergängen auch riesige Chancen, dass die nächste Generation eben den Zeitgeist abholen kann. Und gerade diese Generation Z, ja, die ist ja so viel näher dran. Also es wäre der Slapstick gewesen heute für unser Gespräch. Ich bin zu Hause losgefahren und habe gedacht, gibst du doch mal lieber im Navi ein und stelle dann fest, dass das Navi mich irgendwie 1821 Kilometer weit führen wollte. Bin ich aber froh, dass du es noch korrigiert hast. Pass auf. Dann habe ich wieder alles gestoppt, dann Berliner Verkehr von hinten natürlich schon gehupt. Und da habe ich gedacht, naja, also man kommt so ein bisschen an seine Limits und Next Generation ist eben da so viel tiefer drin in diesen ganzen Themen. Das Band zwischen beiden ist ja, dass Diversity immer so ein Innovation Booster ist. Habt ihr das Gefühl, ihr seid ausreichend divers? Also du hast gerade gesprochen von den Frauen. Religion, Hautfarbe, Nationalität, kultureller Hintergrund. Ist das ein buntes Mix, Otto Bock, ohne dass man großartig was dafür tun muss? Also wenn ich dir dazu sagen darf, ich bin jetzt knapp 40 Jahre in Führungspositionen im Unternehmen. Wir waren immer divers. Da waren Eskimos, da waren Indianer, darf man heute nicht mehr sagen. Da waren Afrikaner, ja, vom ganzen Planeten. Da waren Männer, die Männer gemocht haben, da waren Frauen, die Frauen mochten, da war alles da. Und wir haben das immer gelebt. Wir haben natürlich auch viel mit Handicap zu tun gehabt und haben das heute auch noch. Und ich denke manchmal, die Gesellschaft macht gerade einen Rückschritt, indem wir einfach wieder das thematisieren, was schon gar kein Thema mehr war. Ja, genau. Stimmt es eigentlich, dass 10% der Deutschen irgendwie behindert sind? Irgendein Handicap oder so. Eine viel größere Gruppe, als man einem das eigentlich so klar wird, ja. Ja, das merkt man, was ihr tut. Zum Abschluss würde ich gerne noch ein bisschen über Paralympics reden.
Paralympics ist ja eine unfasslich faszinierende Einrichtung und Tradition, die ja immer wichtiger wird, immer mehr Aufmerksamkeit über die Jahre findet. Ich glaube, ihr seid 1988 dabei, habt da ja eine riesen Werkstatt für alle. Ich weiß nicht, wie viele Nationen ihr ausstattet, wahrscheinlich auch irgendwo die meisten. Warum macht ihr das? Was bringt euch das? Ich habe gehört, du wirst in Paris in 2024 die nächsten Paralympics selber sehr stark engagiert sein. Ist das nur, also um Marketing? Ich glaube nicht, dass das ist. Oder warum macht ihr das? Weil im Sport, merken wir ja auch am Fußball immer, sind ja alle großen Themen und Emotionen werden dort ja meistens wie in einem Brennglas nochmal deutlich. Deswegen stell ich mir vor, dass es für euch wahnsinnig wichtig ist, oder? Total. Vielleicht willst du über die Anfänge reden, da war ich noch nicht geboren. Und ich war noch nicht grau. Also 1988 bin ich eingeladen worden vom Internationalen Paralympischen Komitee nach Korea zu den Paralympics. Und dort in Korea haben die Krankenschwestern, die Sportler in Rollstühlen, Aluminium, Hochglanzrollstühlen mit Hütchen, weißen Krankenschwesternhütchen und Outfit auf die Tatanbahn geschoben. Und das war eigentlich skurril. Ja, das war eigentlich kein Sport, das war eher Krankentherapie, Ergotherapie, Physiotherapie in Form eines Festivals. Und da hatte ich mich dann entschieden, mit den Paralympics mich zu engagieren oder in der paralympischen Bewegung zu engagieren. Und jetzt haben wir 22 und machen bei allen Sommer-Paralympics, Winter-Paralympics den technischen Service, der mittlerweile natürlich ausgeschrieben wird jedes Mal. Und da reisen dann über 100 Experten, habe ich irgendwo gelesen, hin und Kunden, reparieren alles, was so akut immer gerade zu machen ist. Unsere Kunden und aus den Ländern bewerben sich. Also das ist so richtig, also wenn du dich bewerben kannst bei der Formel 1 als Techniker. Und was wir eigentlich noch nie so offen erzählt haben, dass wir damit auch einen großen Teil Entwicklungshilfe machen. Nämlich wenn aus armen Ländern dann Sportler kommen, dann zaubern wir über Nacht ein bisschen. Und das Schönste ist eigentlich gewesen, afrikanischer Olympionike, der mit einem grusiger Prothese kam und den wir über Nacht in das 21. Jahrhundert mobilisiert haben und der am nächsten Tag eine Bronzemedaille gewonnen hat. Und der mit seiner Bronzemedaille in die Werkstatt kam und mich umarmt hat und quasi einen Freudentanz aufgeführt hat. Und das sind so die kleinen, schönen Dinge. Aber die Wirkung der Paralympics auf Menschen, die zu einem Handicap kommen. Ja. Das Handicap kommt ja manchmal zu dir über Nacht. Schlaganfall, Unfall, Tumorerkrankung, Amputation. Ist eine unglaubliche Wirkung. Und zum Beispiel Heinrich Popov geht oftmals auch in Krankenhäuser, wenn eine Amputation ansteht, um den Menschen auch die Angst zu nehmen. Ja, großartig. Ja, und da wird ein ganz anderes Bild der Behinderung gezeigt und wieder eine neue Form von Höchstleistung, wo man nur sagen kann, ich finde das manchmal mehr als olympisch, also noch fast spannender als das, was bei den sogenannten normalen Olympischen Spielen gemacht wird. Was wirst du da machen? In welche Richtung wirst du da gehen? Ich werde einfach ein bisschen mit planen und organisieren für Paris 2024 und freue mich da schon ganz drauf. Ganz doll drauf. Und ich finde es immer wahnsinnig toll, auch gerade die Werkstatt, weil es so ein Anlaufpunkt für die Athleten ist. Und wir eben reparieren und helfen, egal welche Nation, egal welches Team, egal welche Brand tragen. Egal welcher Hersteller. Genau. Also wir machen da alle Wettbewerbsprodukte auch wieder fit und kriegen sogar
von unseren Mitbewerbern Materialien. Ja. Und das ist natürlich ein schöner Schönes Kompliment, besser geht es eigentlich. Gerade die Athleten, die jahrelang darauf trainiert haben und dann geht irgendwie 2 Tage vorher, bricht irgendwas oder geht ein Hilfsmittel kaputt, für die ist das eben so extrem wichtig, dass sie dann an den Spielen wirklich teilnehmen können und sich da auf uns verlassen können. Mhm. Und ich glaube, das ist immer ein ganz schöner Anlaufpunkt für alle Athleten, wo auch viele sich treffen und zusammenkommen und ich glaube, eine extreme Motivation auch für unsere Mitarbeiter, das zu sehen. Und ich glaube, um zum Thema Paralympics allgemein nochmal zurückzukommen. Und ich glaube, es ist einfach extrem motivierend zu sehen, also wo wir gerade auch über Heinrich gesprochen haben, dass er oft junge Leute im Krankenhaus besucht, die gerade frisch amputiert sind. Und einfach zu sehen, was ist möglich, wenn man einmal diesen Wendepunkt hinter sich gelassen hat. Und was kann wieder möglich sein, wo will man vielleicht hin? Es verbiert sich dann ja so ein bisschen das Leben von dem Vorher und dem, dann passiert da so etwas und dem Nachher. Das kommt oft. Und was ich immer beobachte, ich liebe ja über Glück zu schreiben und beobachte einfach sehr, sehr viele Menschen, was man dann eben merkt, ganz tief in der Persönlichkeit, ob manche dann wirklich, es fällt jeder mal in ein Loch, das ist vollkommen klar, aber ob man da bleibt oder ob man das schafft, eine neue Kraft zu finden, neue Inseln des Glücks, wo man dann irgendwann sagt, Mensch, das Erringen von Gold bei den Paralympics ist dann vielleicht das geilste Gefühl, was ich je im Leben gehabt habe. Das war vorher gar nicht möglich vor der Sache. Und dieser Umgang damit zeigt eben, dass wir als Menschen ein Stück auch Weltmeister im jetzt erst recht sein können, sozusagen wieder einen neuen Weg finden. Und ihr liefert die Hilfsmittel dazu, das ist schon, da sind wir wieder zurück am Anfang dieses Gespräches. Also ich kenne kaum ein Unternehmen, was so viel Zuversicht also ausstrahlt, auch wenn ich so zwischen den 2 Generationen, wie ihr miteinander umgeht und euch so sein lässt, wie ihr seid und das liebt und als Ergänzung und Bereicherung sieht und nicht jeder kritisiert den anderen rum. Also sowohl nach innen, als auch sicher für eure ganzen Mitarbeiter und Geschäftspartner, als auch für eure Kunden, deren Leben ihr einfach wieder auf eine neue Weise lebenswert macht. Also mehr Zuversicht, mehr Empowerment oder Empowerment kann man sich gar nicht vorstellen. Und dieses Gefühl nehme ich jetzt mit in einer Zeit, wo man Empowerment, weiß Gott, brauchen kann. Ich danke euch sehr für die Zeit. Ihr seid ein ganz, ganz besonderes Vater-Tochter-Paar, finde ich. Und ich wünsche euch alles Glück der Welt. Und in Paris bin ich auch bei den Paralympics. Das werde ich mir nicht entgehen lassen. Ja. Dann treffen wir uns dort. Florian, vielen Dank. Und es braucht jetzt auch die Mutmacher. Ja, gerade in genau der Zeit. Das meine ich. Ja. Davon habe ich heute Nacht geträumt, weil ich mich gestern Abend so geärgert habe. Und dann habe ich das weggeschlafen und bin mit Mutmachern heute Morgen wach geworden. Zu viel Nachrichten sehen ist auch schädlich für die Seele. Da gibt es Studien zu, vor allem wenn die nur so negativ sind. Und dann ist für mich immer die alternative Lektüre Rosling, Factfulness, der sagt, man könnte eigentlich jeden Tag könnte in der Schlagzeile stehen, gestern wieder 135.000 Menschen aus Hunger und Armut befreit. Ja. Das ist so. Dass jeden Tag in Indien oder China Leute in die Mittelschicht kommen. Das lesen wir nie, sondern wir lesen nur immer über Krisen und geraten in so einen Alarmismus und merken nicht, dass die Welt insgesamt schon relativ stabil ist und sich in vielen Dingen positiv entwickelt. Natürlich in anderen Dingen auch gar nicht. Und dass wir auf beiden Beinen stehen sollten. Und wenn ein Bein nicht mehr funktioniert, dann mit eurer Hilfe weiterhin auch. Tausend Dank. Das war ein großartiges Gespräch. Danke dir.